Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Mal wieder. Heute zusammen mit meiner Mama Lebo. Und mit Lilly. Und Lilly. Wir haben asiatische oder japanische Süßigkeiten zugeschickt bekommen. Und die werden wir jetzt testen für euch. Und ehrlich gesagt wissen wir überhaupt nicht, was auf uns zukommt. Und ich muss dazu sagen, dass ich auch schon mal schnell Herpes kriege, wenn ich mich ekeln tue. Das war jetzt sehr interessant für die Leute. Überbelichtet? Ne, geht klar. Einmal besser überbelichtet als unterbelichtet. Ne? Oh, da ist ein kleiner Panda-Bär drin. Gut. Warum ist der da drin? Ja, sollen wir einfach mal so random anfangen? Willst du reingreifen? Einfach reingreifen. Ich habe es jetzt schon gesehen. Ja, wir können auch von oben anfangen. Wir können das eher so lesen. Wir nehmen das hier. Wir können das nicht lesen. Es sieht sehr witzig aus. Punkt. Riecht voll nach Zucker. Ja, guck mal, da ist auch sehr viel Zucker drin. Ach so. Das können wir lesen. Ja, das ist international, ne? Steht ganz klar Zucker. Ich glaube, wir lesen es sogar auf dem Kopf, ne? Hier, welche hättest du gerne? Ich glaube, wir haben es falsch gelesen. Das ist so klebriger. Ja? Ein rotes muss man auf das weiße legen und dann muss man die beiden zusammen in den Mund tun. Schmeckt wie... Ehrlich gesagt, schmeckt es nach gar nichts. Außer nach Zucker. Kleiner Bananengeschmack, kommt schon durch. Bananasnack with artificial flavor. Meine letzte Klassenmutter. Siehst du, du hast es kaputt gemacht. Ich rieche nicht dran. Das riecht wie Zwieback mit Banane, aber du weißt, dass es schmecken wird wie Chips mit Bananengeschmack. Und das einfach ist schon ekelhaft. Zwieback mit Banane ist voll geil. Ja. Als die Kinder klein waren, oder auch heute noch, jetzt, wo ich von Zwieback und Banane erzähle, mir läuft dabei das Wasser im Mund zusammen. Im Ernst, ey. Ja, Mama, das ist auch nur gemacht, wenn wir krank waren, damit sie selber es essen kann. Ja, weil ich habe das auch immer bekommen, wenn ich ganz krank war, dann meine Mama mir auch Zwieback mit Banane gemacht. War ich sofort gesund? Mhm. Aber so schlimm. Ey, findest du es lecker? Oh, das sieht cool aus. Oder jetzt bist du dran, jetzt bist du dran. Du musst es trinken, ne? Du bist dran, du bist dran. Das sieht aus wie Brause. Soda Chewing Candy. Mmh, stimmt, das schmeckt nach Sprite. Lecker ist es nicht. Mein Bauch feiert auf jeden Fall schon eine Party. Ist ungefähr schon aufs Doppelte angeschwollen. Von diesem ganzen Zucker. Dürfen wir was trinken? Ja. Kann ich was zu trinken holen? Ja, hab ich doch gesagt. Quack, quack. Nehmen wir dann als nächstes. Oh, das sieht schon eklig aus. Das ist irgendwas mit Wasabi, Mama. Oh nee, das ist Schokolade mit Wasabi. Das ist so eklig. Schmeckt wie normaler Keks. Muss man jetzt auch nicht weiter essen. Aber naja, aber eklig ist nicht, ne? Nee. Das scheint auch irgend so ein Zwei-Phasen-Teil zu sein. Mhm. Da gibt es noch was dabei. Das ist quasi... Das sieht aus wie China-Böller. In der Katze. Isst man das einfach? Lutscht man das? Ja, und man kann durchflöten. Guck mal da. Ja. Au, au! Ah, geht das? Ich hab... Oh, den Hummer. Ich hab kaputt Böffern wie Traubenzucker, der sich im Mund auflöscht. Muffiger Traubenzucker. Ja, genau. Muffiger, aber pfeifender Muffiger. Pfeifiger, muffender Traubensaufer. Genau. Oh, Taucher. Wenn du abends unterwegs bist, hast Angst im Dunkeln, damit schlägst du jeden in die Flucht. Glaub es mir. Ja, und wenn er kommt, dann spuckst du es ihm ins Gesicht. Und weil sich das da erteilt, kannst du damit zweimal schießen. Cool, ich hätte nämlich, glaube ich, die zwei Phasen-Ding entdeckt. So ist es aussehen tun. Boah, das riecht. Oh. Das sieht aus wie eine Kackwurst. Das ist einfach ekelhaft. Nee, du musst den. Und nein, nicht so. Du musst das von. Den steckst du da so rein. Warum gibt's nur einen Kika? Digga! Ehrlich gesagt, mir ist wirklich übel. Jetzt schon. Das ist so richtig Chemie pur. Mir ist übel. Ich müsste tierisch rülpsen. Nee, ehrlich gesagt, sieht das aus wie ein Mundwasser. Aber da stand Mama, warte, du musst anders schütteln. Was denn? Wie schüttelt man denn anders? Ach so, nicht richtig. Das hast du jetzt ernsthaft drauf lesen können? Ja.
Hoch runter. Oh! Das will ich nicht trinken! Das riecht wie Energy. Ich finde Energy schon ekelhaft, aber das ist noch ekelhafter. Aber es ist bis 2030 haltbar. Echt? Steht das da drauf? Ja. 18.09.2030. Im Ernst? Das könnt ihr mit zum. Für den bemannten Marsflug. Kann man das mitnehmen? Ja. Oh, das geht. Das schmeckt wie Powerade. Ich habe es mir echt schlimmer vorgestellt. Das schmeckt ernsthaft wie aufgelöste alte Gummibärchen. Machen wir weiter. In extra Zuckerlage. Ich möchte diese Cookiebox aufmachen. Oh, die sieht viele bunte Smarties. Oh, oh. Das sieht aus wie gebratene Nudeln. Nee, das sieht aus wie gebratene Zwiebeln. Die Verpackung ist ja niedlich, ne? Ja, aber das riecht nach Kaffee. Okay, ich hasse Kaffee. Das sind Mini-Zwiebelringe. Das riecht echt nach Zwiebeln. Oh, Mama, nein. Großartig. Nicht mal Molly Max. Molly, guck mal, so wie du gucken tust, ne, so geht's meinem Bauch. Boah, diese Zwiebelteile waren mit Abstand das ekelhafteste. Schmecken heute. Ja, so sorry. Dann würde ich sagen, ich verlinke euch meine letzte Telefon-Challenge. Candy-Challenge, die ich gemacht habe mit Lele zusammen auf Zypern. Ach, ja, genau. Und dann verlinke ich euch ein Video von einem Kanal von Funk. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace out, Motherlovers.